Sinanji reagiert auf die Vorwürfe rund um die Löschung von Rapcheck. Es geht um Unterdrückung negativer Presse und eine angebliche Bedrohung. Dann springen wir zu Tilo vs. Farid Bang, denn an dieser Front gibt es gleich zwei Neuigkeiten und Farid hat offenbar Bock auf Beef. Zuletzt spricht Kappa von Genetik über den Diss von Farid von vor einigen Wochen und auch hier besteht zumindest die Möglichkeit, dass da nochmal was abgehen könnte. Wir gehen rein, denn ich bin Mr. Rap. Dranbleiben. 8, 9, 10. Apropos 10, mit dem Code RAP10 gibt's bei SEC Plus 10% und damit sind dann auch einhändige Klimmzüge gar kein Problem mehr. Leute, wir steigen ein an der Memo Rapcheck Front. Vor kurzem gab dieser bekannt, dass sein Kanal wegen mehreren Urheberrechtsverstößen und deswegen Strikes gelöscht werden würde. Am Dienstag war es dann tatsächlich soweit und der Kanal Rapcheck war weg. Memo selbst gab hierzu dann an, dass Sinanji und sein Team dahinter stecken würden und man von ihm verlangt habe, quasi alle negativen News über Sinan zu löschen. Da er das nicht gemacht habe, habe man dann Rapcheck gelöscht. Roos widersprach hierauf direkt und sagte, man habe sehr lange mit Memo geredet, weil dieser immer wieder einfach Content von Roos, Flair, PA, Massiv oder eben auch Sinan genommen habe und diesen gereuploadet habe, was den genannten wirtschaftlich schaden würde. Da Memo dies nicht verändert habe, habe man halt zu diesem drastischen Schritt greifen müssen. Generell sagt Roos, dass Memo in seinen Statements auch viele Unwahrheiten verbreitet habe. Und nun hat sich vor kurzem auch der ja quasi der Unterdrückung von negativer Presse beschuldigte Sinanji in einem Twitch-Livestream zu Wort gemeldet. Hier sagt Sinan, er habe Memo eigentlich immer unterstützt und diesen auch vor anderen Rappern verteidigt, sich sogar mal mit Roos wegen Memo gestritten. Natürlich habe man auch was von Memo gehabt, also Reichweite durch dessen News, aber News seien ja nun einmal der Job von Memo gewesen. Also wieso solle man da denn jetzt groß dankbar sein, dass dieser halt einfach seinen Job gemacht habe? Generell habe Sinan nie etwas gegen Memo gehabt und auch nicht gewollt, dass dieser seinen Kanal verliere, aber seit einem Jahr habe er Memo schon gesagt, hier pass mal ein bisschen auf mit unserem Content, ist ein bisschen viel, dies, das, jenes. Vor einem halben Jahr habe er Memo dann extra noch einmal vorgewarnt, dass er, Sinan, wohl bald zu einem größeren Netzwerk gehen werde und diese da keinen Spaß bei Copyright-Verstößen verstehen werden. Die werden da einfach die Strikes rausballern. Selbst bis vor wenigen Tagen sei Sinan sogar noch auf der Seite von Memo gewesen und habe diesem gesagt, er werde noch einmal mit dem Netzwerk reden und versuchen, dass die Strikes zurückgezogen werden würden. Das hätte aber wohl wahrscheinlich nicht so viel gebracht, da auch Roos in seinem Stream ja gesagt hatte, selbst wenn die Strikes wegen Sinan-Videos zurückgezogen werden würden, wären noch viele andere Strikes wegen anderen Videos offen. Naja, auf jeden Fall aber habe Sinan Memo gesagt, er versuche das zu klären, dann sei aber einfach diese Story von Memo erschienen, von wegen Sinanji und sein Team, negative News und so weiter. Daraufhin gibt dann Sinan zu, sei er ausgerastet und habe Memo eine Sprachmemo geschickt, wo er ihn beleidigt habe. Ich schätze mal, hierauf hat sich Memo dann bezogen, als er geschrieben hatte, er werde jetzt im Hintergrund bedroht. Sinan habe das dann aber auch wieder leid getan und er habe die Memos wieder zurückgezogen. Dennoch sagt Sinan, nach diesen Stories von Memo sei die Sache für ihn jetzt auch durch und er werde sich nicht weiter für Memo einsetzen, da es laut Sinan nicht stimme, was Memo Rapcheck in den Stories behauptet habe. So habe er zu Memo nie gesagt, dieser dürfe nur noch positiv berichten, er habe lediglich mal mit Memo darüber geredet, dass dieser komplett unbekannten Rappern eine Plattform biete, nur weil diese Ansagen gegen Sinanji machen würden. Fitnermäßig. Weiter haut Sinan raus, dass Memo ihm gegenüber auch immer behauptet habe, er würde mit den Rapcheck-Videos ja gar kein Geld verdienen und schlussendlich sagt Sinan, es tue ihm zwar leid für Memo, er habe die Hand über ihn gehalten, solange er konnte. Aber jetzt ist damit dann wohl offensichtlich Schluss. Stand jetzt ist der Rapcheck-Kanal auch weiterhin nicht mehr vorhanden. Kommen wir also zum nächsten Thema. Auch Sinan hatte vor wenigen Wochen mal einen kleinen Zwist mit Tilo, nachdem er diesem quasi durch die Blume Fake-Klicks vorgeworfen hatte und Tilo darauf direkt mit ein paar Fronts gegen Sinan reagierte. Auch hier wurde also mal wieder sichtbar, dass Tilo, wenn auch jung und eher, sagen wir mal, nicht so aufgepumpt, offenbar kein Problem damit hat, auf ältere und vermeintlich stärkere Rapper zu reagieren, die ihn fronten. So ja auch vor kurzem bei Farid Bang. Farid Bang vs. Tilo. Kurzer Recap. Farid Bang will auf dem Track Baller mit der Stahl-Basie auf Tilo losgehen. Tilo bezeichnet Farid daraufhin als Opfer des Jahres, was von Farid damit erwidert wird, dass Tilo von hinten aussehen würde wie seine Ex-Freundin. Wenig später gibt es einen Livestream von Tilo, Mixu und MacLeod, in welchem wir einen unreleaseden Track hören können, in welchem Tilo folgende Zeilen rappt.
muss keine Rapper dissen, um endlich wieder Klicks zu machen. Ich bin echt Rapper-Fake, alles kleine Attrappen. Rappen von ballernden Knachen, doch gehen schon langsam auf die 40 zu. Geh mal in Rente, selbst mit Hit-Sample bist du nicht gut. Ich hatte in der letzten Folge, als es darum ging, noch spekuliert, dass Farid damit gemeint sein könnte. Nun aber habe ich noch einen weiteren Ausschnitt des Livestreams gesehen, wo Farid auch ganz offen erwähnt wird. So sagt Thilo nämlich kurz bevor er diese Zeilen aufnimmt, dass alles, was jetzt komme, natürlich nur sportlich gemeint sei. Aber wenn ein Thilo gedisst werde, dann könne er auch mal ein bisschen zurückshooten. Auch sagt Thilo, ist doch nicht böse gemeint, Farid ist ein Schatzdigger. Und auf den Thilo Mixu McCloud Livestream folgte dann wenig später auch ein Farid Bang Livestream. In diesem wird Farid dann vom Chat darauf hingewiesen, dass Thilo versuchen werde, ihn auf seinem nächsten Track zu dissen, unter anderem mit dem Alter. Mit einem typischen Farid-Lachen im Gesicht sagt Farid daraufhin, Thilo, der Wichser, sehe doch älter aus als er selbst. Der sehe so abgebrannt aus, der Arme. Weiter sagt Farid, Thilo wisse offenbar gar nicht, was er sich da gerade selber antue. Jeder andere da draußen wisse, was Thilo da bevorstehe, außer er selber. Das sei einfach das Dumme. Jeder wisse, was mit Thilo passieren werde, außer er selber. Es klingt also ganz so, als wäre Farid durchaus bereit dafür, den Beef mit Thilo weiterhin musikalisch auszutragen und es dann auch offenbar nicht bei ab und an meiner Zeile zu belassen. Meine Vorfreude auf den Farid-Thilo-Beef steigt. Aber apropos Farid-Beef, es ist ja schon etwas länger her, da hatte Farid seinen Track Thanos veröffentlicht, auf welchem er auch wieder wild umhergedisst hatte. Recht überraschend gab es hierbei auch dann eine Zeile gegen Genetik. Verhelfe Genetik zum Karriereknick, bis er an der Kasse von Rewe sitzt. Auf diesen Diss wurde Kappa von Genetik nun im Townhall-Interview mit Marvin California angesprochen und plauderte mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. So sagt Kappa, Farid habe schon einmal was gegen ihn gerappt, damals so auf JBG. Die Zeile auf Thanos sei für ihn aber einfach sehr random gewesen, einfach nur irgendein Name-Dropping. Gerade auf dem Track, der Thanos heiße, wo Thanos ja eigentlich die Avengers ficke, hätte Kappa wohl etwas anderes erwartet. Weiter sagt er, man könne natürlich einem Farid nicht vorwerfen, dass dieser nicht bereit sei, gegen jeden zu schießen, das habe er in der Vergangenheit bewiesen, aber auf diesem Song habe Kappa nicht das Gefühl gehabt, dass Farid hier wirklich zubeißen würde. Hätte er das Gefühl gehabt, Farid habe mit diesem Track wirklich was lostreten wollen, dann wäre Kappa auch bereit dazu gewesen, aber so sei die Sache für ihn dann auch mit einer kleinen Antwort via Tweet erledigt gewesen. Das sei von Farid ja keine scharfe Munition gewesen, sondern nur Platzpatronen und so könne Kappa das auch voll sportlich nehmen. Grundsätzlich gäbe es zu Farid auch kein böses Blut, aber er sagt auch, er sei für Competition immer offen. Und hier haben wir doch mal jetzt wirklich ein paar interessante Aussichten auf die Zukunft. Farid wird vielleicht bald Asphalt Massaker 4 bringen. Ordentliche Disses gegen Thilo scheinen wahrscheinlich. Thilo wiederum ist Beef offenbar ja auch nicht abgeneigt. Und dann ist da noch Kappa, welcher im Moment zwar keinen Grund für Beef mit Farid sieht, aber Competition auch nicht abgeneigt wäre. Vielleicht steht uns ein heißer Beef-Winter bevor. Bei den Heizkosten wäre das ja auch gut für Deutschland. Schreibt mir eure Beef-Hoffnung in die Kommentare und ansonsten war's das von mir. Abonnier und aktivier die Glocke. Tschüss.